Ich grüße euch zurück hier bei The Elder Scrolls 5 Skyrim, direkt vor der wunderschönen Stadt Einsamkeit, oder eher gesagt unterhalb der wunderschönen Stadt Einsamkeit, mit Aeda und unserem Yharnam. Sieht aus, als hättet ihr keine Probleme gehabt. Nicht wirklich, das Feuer im Leuchtturm ist gelöscht. Und es hat auch schon Wirkung gezeigt. Die Eisläufer hat zur erwarteten Zeit nicht angelegt. Ohne den Leuchtturm wird die Eisläufer wohl die westliche Untiefe weit umfahren haben und an der Ostküste auf Grund gelaufen sein. Meine Schwester Deja ist mit unseren Schwarzbluträubern am Wrack. Sie erwartet euch. Das hört sich ja beinahe zu einfach an. Abgeschlossen, kehre zu Yharnam zurück. Finde Deja im Wrack der Eisläufer. Und das ist da hinten irgendwo. Da werden wir jetzt mal zu Fuß hingehen. Immer nur Schnellreisen benutzen ist ja schließlich auch irgendwann langweilig. Hallo? Die Straße nach Weißlauf ist derzeit nicht sicher. Viele Reisende sind in der Gegend von Drachenbrügge spurlos verschwunden. Wirklich? Da habe ich noch gar nichts von gehört. Karte aktualisiert. Cool. Drachenbrücke kennen wir zwar schon, aber. Egal. Der Bildratenproblem. Was ist denn jetzt los hier? So. Plopp. Da haben wir eine Hütte auf dem Radar. So eine Art Einsiedlerhütte. So nenne ich die mal ganz gerne. Ja. Ist jetzt in der unmittelbaren Nähe. Können wir mal eben hingehen. Und danach gehen wir dann zum Wrack der Eisläufer. Und es hört sich ja alles schon zu einfach an, um wahr zu sein, oder? Und ihr könnt euch sicherlich denken, dass es auch nicht ganz so einfach sein wird. Oh nee. Oh doch. Ja, so kann man sich auch schön die Seelen zusammensuchen. Der Bogen ist wirklich einfach nur eine ultimative Waffe. So, das Haus ist weiter weg, als ich dachte. Muss ich jetzt doch erschrocken zugeben. Wir laufen jetzt hier doch ganz schön durch die Sumpfgebiete von... Ja, schon beinahe... Mortal. Zieht sich jetzt doch alles recht eng zusammen. Hallo? Seine Hütte ganz allein im Walde macht mir sogar Angst, wenn ich ehrlich sein darf. Hallo? Ah ja. Ah ja. Mekos Hütte. Hallo Nord. Der ist tot. Ach so. Tagebuch. Nun, nach all den Jahren, die ich schon in diesen Wäldern lebe, sieht es so aus, als wäre die Felsenhexe schließlich mein Ende. Damit kann ich mich abfinden. All meine Freunde sind schon lange tot. Nur der arme Meko ist mir noch geblieben. Er war mir stets ein treuer Begleiter und ich weiß, er wird für sich selbst sorgen können. Ich hoffe, ihn eines Tages wiederzusehen. Wer ist denn Meko? Oder Mekko? Ich hab's nicht so mit den doppelten Buchstaben und den entsprechenden Betonungen. Wer ist das? Bist du das? Du bist einfach nur Kaninchen. Seltsam. Haben wir die Fackel? Ja. Cool. Mit der Fackel rumlaufen haben wir es so auch noch nicht allzu häufig gemacht. Können wir jetzt auch mal einführen? Und ich würde sagen, ah, oh, wie schön die Aussicht ist. Wir machen uns dann mal auf den Weg in Richtung der Eisläufer und nehmen unterwegs noch einige Gegner mit, zum Beispiel diesen Chaurus hier. Haben wir eigentlich die Schwertfähigkeit auf legendär gesetzt? Ich bin mir gar nicht so sicher. Haben wir nicht, die ist auch noch nicht auf 100. Ach Quatsch, einhändig. Ach doch, haben wir auf legendär und auf 100. Warum habe ich denn hier noch nichts drauf gesetzt? Seltsam. Schießkunst 91. Wir sollten ein bisschen mehr mit dem Bogen arbeiten. Sag ich, während ich hier sinnloserweise mit einem Einhänder rumlaufe, wobei wir die Fähigkeit eh nicht mehr verbessern können. Wir müssen uns also unbedingt mal umrüsten, wie es aussieht. Aber erstmal auf zur Eisläufer. Wir können jetzt hier mit ein bisschen mit dem Bogen rumlaufen. So viel heller wird es durch die Fackel auch nicht, wenn wir mal ehrlich sind. Ja, aber schon stimmig mit Einsamkeit. Da oben auf dem Felsen, muss ich zugeben.
Wehrlose Tiere haben wir genug in der letzten Episode getötet. Da werde ich jetzt keine Pfeile für verbrauchen. Vor allen Dingen, ich jetzt eigentlich der Tierfreund, meine Güte. Hala, la, 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 la. Es zieht sich das Stückchen. So. Da sind wir ungefähr auf der Höhe von Einsamkeit. Hier haben wir ein Nordgrab. Volguntur, auch schon abgeschlossen von uns. Und hier vorne müssten wir gleich den Blick auf unser Ziel haben, auf das Schiffswrack, das ja wegen uns jetzt auf Land gelaufen sein soll, zumindest laut Yaren Ra. Und irgendwie kommt mir jetzt alles noch ziemlich, ja, spanisch vor. Spanisch, Leute. Na, spanisch im Abitur. Hm. So ein unnötiges Zeug, aber egal. So, wir sind bald da. Ich sehe das Schiff. Ich sehe das Schiff noch nicht. Hallo, Seele. Wenn jemand von euch weiß, wen er gemeint hat, bitte in die Kommentare. Ich habe gerade ein bisschen den Zusammenhang verloren. Weil ich nicht genau weiß, über... Nur ein Kratzer, ja. Ich habe gerade ein bisschen Angst, Leute. Der ist echt böse. Darf ich betonen, dass der ordentlichen Schaden macht? Danke, Lydia. Wird ja mal Zeit. Brennen. Ich hätte gern die Seele, wisst ihr das? Genug, ja? Danke, deine Seele bleibt schön bei mir. Habe ich Lydia gesagt? Das ist natürlich Aela. Können wir verkaufen. Ha. So, ich habe keine Ahnung, gegen wen wir uns da gerichtet haben, wen wir... Wen wir da hintergangen haben sollen, war wohl irgendein Bandit oder sowas. Aber okay. Puh. Was in 300 Videos alles so passieren kann, Leute. So, und es... Ah, okay, das ist das Schiffswrack. Es ist für mich unglaublich schön, jetzt das Spiel so, ja, ich sag mal, entspannt aufzunehmen, weil wir kein wirkliches Ziel haben. Ihr merkt, dass ich schlender durch die Gegend, hab keinen Zeitdruck, hab kein Zeitgefühl. Der Nebel sieht übrigens deutlich besser aus als vorher. Ich habe die Grafikeinstellungen jetzt mit dem neuen PC-System natürlich ein wenig angezogen. Versteht sich ja von selbst. So. Da ist das Wrack. Das sieht nicht gut aus. Was ist denn hier los? Okay. Schwarzblutmarodeure. Aela ist rot markiert. Ich gehe jetzt einfach mal rein, hoffe, dass Aela nachkommt. Ich verstehe jetzt nicht, warum Aela uns als Feind markiert war. Das ist ein wenig beunruhigend, aber ich gehe mal davon aus, dass sie jetzt bei uns sein wird. Und alles ist wieder in Ordnung. Aela? Ach, doch, Aela ist richtig. Aha, super. So, also ein kaiserliches Schiff, genau wie angekündigt. Wir können ein wenig plündern. Denn einige Goldmünzen oder so etwas in der Richtung nehme ich gerne mit. Ah ja, hallo. Ja, ja, ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Sei ein bisschen netter, bitte. Hier ist alles leergeräumt, wie es aussieht. Kann ich mal. Vorsichtig. Frohr und Brohr hätte ich gerne. Beziehungsweise, wir nehmen mal Brohr und...
und Fackel. Guten Morgen. Guten Morgen. Was ist für eine Begrüßung hier? So. Haken können wir mal ein bisschen für Aela nehmen, ein bisschen mit der rumspielen. Wozu die Eile? Wozu die Eile? Ich weiß auch nicht. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit, so wie gewisse andere Leute. Ich habe der die Rüstung gemacht, jetzt behandelt die mich so. Hier ist einfach alles leergeräumt, ihr seht es selber. Und die Kaiserlichen wurden abgemetzelt. So viel zu, wir retten sie am Rand und sind dann die Helden. Die wurden einfach alle abgemetzelt und niedergemäht und Trankmischbeutel. So habe ich mir das aber nicht vorgestellt, wenn ich mal ehrlich sein darf. Hallo, Dera. Mein Bruder hat mir gesagt, dass ihr kommt. Ich soll euch geben, was ihr verdient. Also die ganze Beute? Ha, leider ist die Beute schon weg. Aber ihr wart den Schwarzblütern eine große Hilfe. Ihr habt euch einen schnellen Tod verdient. Wir wurden hintergangen. Brennen. Ist doch nicht wahr. Dietrich Gold Notiz. Wir lesen ganz schön die Notiz, bevor es hier weitergeht. Notiz, Notiz. Von Yaren Ra. Schwester, sobald ihr die Pakete bekommen habt, schickt sie mir zur Grotte des zerbrochenen Ruders. Der Schwachkopf, der unsere Arbeit am Leuchtturm erledigt hat, sollte bald darauf eintreffen. Sorgt dafür, dass man sich darum kümmert. Ja. Hat wohl nicht so gut funktioniert. Auch man achte auf die Reflexionseffekte des Blutes auf unserem Schwert. Die Grafikeinstellung ist, wie gesagt, gegenüber der alten Aufnahme, sag ich mal, auf meinem alten PC-System etwas angehoben. Orkischen Helm brauchen wir nicht, die Truhe ist leer. Generell ist hier alles geplündert, jetzt erklärt sich auch warum. Die Tränke haben die liegen lassen, sehr nett. Und ich denke mal, auf dem Weg nach oben haben wir jetzt noch einige kleinere Gefechte vor uns. Hallo? Was war das? Dein Tod. Na? Hier ist niemand. Unser Held ist ein bisschen brutal, wenn ich das mal anmerken darf. Ein bisschen brutal. Und Drangage Origins war ab 18. Naja. So, raus nach Himmelsrand. Grotte des... Wie ist das? Grotte des zerbrochenen Ruders. Ich hab's schon wieder vergessen. Grotte des zerbrochenen Ruders, da waren wir sogar schon mal drin. Kriege ich die Seele? Scheinbar nicht. Aber okay, ich würde sagen, bevor wir jetzt weiter wüten oder dahin reisen, erst nochmal ganz kurz zu unserem wunderschönen Haus Seeblick. Ist jetzt ein bisschen... Ja... Schwachsinnig. Jeder normale Mensch würde das nicht machen, aber wir haben ja die Schnellreisefunktion. Wir werden ganz schnell einen Zweihänder holen und vor allen Dingen die ganzen Bücher wegpacken, da ich gerne mit einer Waffe kämpfen möchte, die sich auch wenigstens so eine Fähigkeit verbessern kann. Das ist hier recht schwachsinnig. Wenn es uns gar nichts mehr bringt, mit dieser Waffe zu kämpfen. Also schwachsinnig ist es nicht. Früher oder später werde ich sowieso nur noch mit Einhändern kämpfen, aber solange wir halt noch die Möglichkeit haben, den Zweihänder zu steigern, sollten wir mit einer zweihändigen Waffe kämpfen. Das wollte ich sagen. Na? Es ist mir eine Ehre, euch wiederzusehen, mein Tane. Will ich auch meinen. Und du, was machst du da mit deinem Fuß? Wenn das gewollt ist, Respekt für die Animation. So. Wenn es ein Bug ist, dann sieht's hübsch aus. Wegpacken. Bücher. So, sehr schön. Wegpacken, Bücher. Und wegpacken, Bücher.
Ist nicht ganz so optimal, aber ich meine, ist in Ordnung. So, hat sich das auch gut gefühlt hier unten. Und wie gesagt, unsere Waffentruhe, die war hier hinten in unserem Vorratsraum. Das müsste die hier sein. Das müsste die hier sein. Drachenknochen Streitkolben. Jetzt ist die Frage, wie heißt unser... Oder hängt der oder liegt der gar irgendwo? Ich weiß es jetzt natürlich gar nicht. Das ist natürlich sehr lustig. Das ist jetzt natürlich ein Problem. Da sind unsere beiden, ich sag mal, Katanas. Hier oben ist rein gar nichts. Da waren aber die Schwerter drin. Die habe ich aber wieder rausgenommen, ich erinnere mich. Nee, wenn, dann müssten die im Keller oder in der Waffentruhe sein. Aber im Keller werden die wohl kaum sein. Schauen trotzdem mal. Sind die ganzen Masken drin. Der Keller. Ich meine aber, dass wir die hier auf keinen Fall haben. Hier haben wir nur unsere Schmiedeanlage und unsere ganze Ordnung. Die Nordrüstung. Die und... Kannst keinen Bogen. Da, nimm doch das hier. Und daneben passt doch bestimmt wundervoll. Und da drüber passt doch ein wundervolles Schild, das ich natürlich nicht dabei habe. Nein, aber ihr wisst, worauf ich hinaus wollte. Nee, dann muss das wohl doch oben in der Waffentruhe sein. Ich bin mir ganz sicher, dass wir ein Zweihänder hatten. Einen schweren Zweihänder. Ein Drachenknochen Zweihänder. Aber die Frage ist nur, wie heißt der? Und wie finde ich den? Oh, Ariels Bogen, sehr schöne Waffe. Ich bin gerade ein wenig konzentriert. Wir könnten Wutrad nehmen, aber muss ja jetzt nicht wirklich sein. Filter. Nee, ist schon gut so. Und dann möchte ich gerne... So. Ja, das ist jetzt ein bisschen Organisation hier, gehört aber auch dazu. So, Waffen fallen lassen. Rohr fallen lassen. Krempel mich halt an. Ist okay. Hey, was soll denn das? Das nennt man Ordnung. Ah, unsere Aida-Wahrscheinlichkeit. Oh Mann, was soll das denn? Lass mich doch mal. Danke, danke. Lass mich bitte mal diese blöden Schwerter hier reinlegen. Die soll nicht so komisch da rumfahren. Was ist denn los? Ach komm. Wunderschön, oder? Eigentlich so ziemlich gar nicht, aber egal. So. Wir müssen sowieso mal ein bisschen handeln gehen. Wir haben jetzt ziemlich viel Prüll dabei.
Aber wir haben jetzt den Stahlriemen-Zweihänder. Den ich gerne direkt mal verzaubern würde. Feuerschaden und... Ich will sagen, wir packen mal dazu. Gesundheit absorbieren. Packen da einen schwarzen Seelenstein drauf. Nennen den ganzen Spaß Nord schlechter. Nur... Nein. Ist ja nicht wahr, oder? So. So. Nord. Schlechter. Stahlriemen. Fahr doch zur Hölle, es hat nicht funktioniert. Sieht sehr skurril aus. Nein, wir werden auf jeden Fall zusehen, dass wir irgendwie wieder unseren alten Drachenknochen-Zweihänder bekommen, aber erstmal jetzt als Provisorium soll das mal ausreichen. Wir werden auf jeden Fall, wie gesagt, im nächsten Video dann die Grotte. Hieß das jetzt Grotte? Ist da auch eine Ruder? Ich habe schon wieder vergessen, das ist echt nicht wahr. Grotte ist aber auch eine Ruders, genau. Durchforsten, Yarenra finden, büßen lassen und uns dann einigen Dungeons widmen, die es so frei zu erforschen gilt. Davon gibt es ja auch durchaus viele hier in Skyrim. Wie gesagt, ich zitiere nochmal einen Kommentar. Wenn ich das Let's Playen würde, würde ich jedes Dungeon zeigen, das es gibt. Ich sehe es eigentlich genauso. Warum sollte ich das Projekt jetzt beenden, wenn ich selber noch wahnsinnig viel Lust auf Skyrim habe? Und mir das ganze Projekt noch unglaublich viel Spaß macht. Warum sollte ich dann jetzt einfach aufhören? Ganz einfach, ich mache es gar nicht erst, sondern spiele es einfach alles, was es zu zeigen gibt. Bevor ich mich nachher wieder ärgere, und ihr wisst ja, auf der Xbox habe ich mich so derbe geärgert, dass ich das Spiel nicht weitergespielt habe, dass ich sogar nochmal neu aufgenommen habe. Und soweit soll es ja jetzt erneut nicht kommen, daher direkt ein 100% ist übertrieben, aber wir haben ja, wie gesagt, schon... Faktisch gesehen haben wir so gut wie alles schon gesehen. Wir haben alle Dedra-Artefakte, wir haben alle dies, alle denes. Also, es ist schon ordentlich, was ich euch geboten habe. Ich denke mal, so viel kann ich schon sagen. Aber es gibt noch einiges mehr. Yarenra, ich komme. Aha. Danke, danke, danke. Danke, danke. Wer hat mich? Ach so. Ja, Momentchen. Bogenkampf ist auch okay. Was sehe ich denn da? Das geht schief. Das geht schief, Leute. Hua! Cool. Hua, hua. Oh, super. Ja, wie gesagt, hier waren wir ja schon mal. Die haben auch alles geplündert, soweit ich weiß. Wir haben alles ausgeräumt. Außer dem Prüll. Gut, dann war's das. Sehr schön. Dann werden wir uns jetzt, wie gesagt, beim nächsten Mal einigen Dungeons widmen, die wir so noch nicht erforscht haben. Die es so auch nicht zu erforschen gilt. Die wir mehr oder weniger freiwillig erforschen werden. Und wie gesagt, wenn ihr selber Wünsche habt, Dungeons oder Orte, die es unbedingt zu zeigen gibt, bitte in die Kommentare.
Ich werde das Projekt auf jeden Fall nicht beenden, ehe ich, ich sag mal, das letzte Video, wo ich dann selber das letzte Dungeon zeige, was ich zeigen will, ich sag mal, 2-3 Monate online lasse. Warum denn nicht? Ich kann dann immer noch Skyrim aufnehmen. Das Spiel macht unglaublich viel Spaß und wird von mir dementsprechend auch weiterhin zur Verfügung gestellt. Wenn ihr irgendwas sehen wollt, ab in die Kommentare und ich laufe dahin. Also, ihr habt eine lustige Idee, Easter Egg-Ecke meinetwegen und wollt das gerne mal sehen hier, wie ich das euch zeige, oder wollt es generell mal über mich präsentieren sozusagen, bitte in die Kommentare und ich kümmere mich dann um die Aufnahme und werde mein Bestes geben, das Ganze dann schön zur Show zu stellen. Bin ich gerne zu bereit, denn wie gesagt, ich verbinde mit Skyrim auch doch schon mehrere hunderte Spielstunden. So, wir suchen uns einfach mal einen Punkt aus. Pipapo, papipa, pipapo. Pipapo. Kat. Ich kann es mit den Feinden in der Nähe jetzt nur... Ah, okay. Ich war gerade hier. Pipapopa, pipapipa, pipapo, pipapo. Kat warsten. So. Und im nächsten Video werden wir uns damit dieses seltsame Grab da anschauen. Diese Höhle, die bereits abgeschlossen ist, in der wir aber noch gar nicht gewesen sind. Da wollte ich unbedingt nochmal hin. Da, in dieser Richtung. Das heißt, wir haben ein neues Ziel. Kat warsten hier in Reach. Und dieses Ziel werden wir hoffentlich gemeinsam im nächsten Video erreichen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Wie gesagt, eigene Wünsche und Orte bitte in die Kommentare. Und ansonsten vielen Dank und bis zum nächsten Mal hier bei Skyrim. Dankeschön. Tschüss, Leute.